Zementwerke, das ist ein schöner Begriff. Zementwerke sind wir alle. Bis zum Werksleiter. Mein Vater, mein Opa war schon hier und ich habe mich auch viel woanders beworben als Azubi, aber Zementwerk war nah dran. Ich brauche nur 3 Kilometer fahren. Schöne Arbeit, macht Spaß. Ich bin jetzt seit 32 Jahren bei Heidelberg Zement im Werk Schäglingen. Habe begonnen als Fahrer auf SKWs, auf Radlader. Habe dann gewechselt aufs Bohrgerät. Habe dann meinen Sprengberechtigungsschein gemacht. Und seit 01.01.2012 bin ich jetzt leitender Vorarbeiter hier im Steinbruch Schäglingen. Ich kenne das Zementwerk schon immer so ein bisschen vom Vorbeifahren, weil ich hier in der Nähe wohne. Und dann habe ich mich hier beworben und ja, dann bin ich hierher gekommen. Wir haben zu Hause einen kleinen Bauernhof und mein Vater hat auch Industriemechaniker gelernt. Und ich habe zu Hause immer an meinem kleinen Drehtraktor rumgeschraubt und an meinem Mofa und an meinem Rasenmäher. Ich habe auch mal als 40-Jähriger hier die Lehre begonnen. Bin dann so peu à peu gestiegen. Heute leite ich die Werkstatt mit 20 Mitarbeitern und habe die volle Verantwortung. Also das ist schon eine lukrative Sache. Mein Ziel ist es eigentlich, hier übernommen zu werden und dann hier weiter arbeiten dürfen. Und dann gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit, mit weiteren Bildungsmöglichkeiten, zum Beispiel den Meister machen oder so ähnliche Sachen. Werksleiter an sich ist ja eine Position wie jede andere auch im Zementwerk, wo man hinkommt, wenn man halt zur rechten Zeit am rechten Ort ist und die richtige Leistung bringt. Das ist ein Aufstieg. In der Regel fängt man an als Ingenieur für einen Teilbereich, zum Beispiel für den Steinbruch oder für die Zementmühlen oder für den Ofen zuständig. Und ja, wenn sich die Möglichkeit ergibt, dass eben von der Altersstruktur da auch ein Wechsel drin ist, dann kann man eben auch nachrutschen. Also wir haben hier vorne im Einlaufbereich bis 1200 Grad. Und den Ofen selber eine Kerntemperatur von 1400, 1450 Grad. Man erfriert den Winter nicht, ne? Auf keinen Fall. Vor 25 Jahren, wo ich da hin angefangen habe, hat das Werk total anders ausgesehen. Das sind jetzt 3 Generationen von Automatisierung, die da schon drüber gegangen sind. Also da ist nichts mehr so, wie es war. Der Schlosser, der Handwerker im Zementwerk, der Instandhaltung betreibt, muss eigentlich 10 Berufe in sich haben. Er muss Hydrauliker sein, er muss Pneumatiker sein, er muss Schweißer können, er muss ein Getriebe zerlegen können, er muss eigentlich Allround-Mann sein. Was hier speziell bei der Zementherstellung notwendig ist, lernen Sie dann hier on the job, wie man so schön sagt. Ja, das ist Mülke, ne? Das ist ja das Werk, wo ich arbeite. Heimat. Da muss ich auch bleiben. Was ist so das Herzstück eines Zementwerkes? Der Ofen, ganz klar. Der muss sich drehen. Also wenn man die Frage stellt, läuft das Werk, dann meint man in der Regel den Ofen, weil der muss im Idealfall einmal im Jahr angestellt und einmal im Jahr abgestellt werden. Dazwischen muss er durchlaufen. Das ist der Idealzustand.